So, ich habe mir mal wieder ein Team geschnappt, die sehr auffällig heute liefen, denn sie haben sehr schicke Shirts an, wie man sieht. Das ist das Team New Frontiers und ich habe hier neben mir stehen den Moritz, grüß dich. Hi. Und der Rest stellt sich vielleicht auch mal ganz kurz noch vor. Ja, ich bin der Michael, aka Shifu, und ich spiele auch schon seit Anfang an in dem Team. Ja. Hi, ich bin Dennis, Spitzname ist Nimrod und ich bin auch von der Mann. Sebastian, Spitzname Freedom und ich bin der Manager vom Team. Mein Name ist Eddie. Mein Name ist Daniel Luke und ich bin schon auch. Genau. Also ihr seid zu fünf heute hier, aber ich habe gehört, es gibt noch mehr von euch. Also wir sind insgesamt 7 bzw. 8. Also wir haben jetzt am Wochenende ein neues Mitglied bekommen, den Kai. Ja. Der ist jetzt leider noch nicht mit dabei, der hat auch leider noch kein Shirt. Den haben wir jetzt aber am Wochenende aufgenommen. Und aktuelle Planung ist noch ein zweites Team zu nehmen, quasi ein Co-Team zu nehmen, dass wir halt die Communities aus Wiesbaden und Frankfurt trotzdem als eigenständiges Team ankommen und das andere Team auch. Wir werden aber trotzdem zusammen agieren, uns gegenseitig Tipps geben etc. Weil das ist nämlich das, was für uns sehr wichtig ist. Deswegen haben wir auch ein Team gegründet, dass man sich absprechen kann, dass man sich helfen kann einfach und dass man zusammen im Team nicht nur quasi auf dem Ego-Trip sagt, ich möchte jetzt herkommen, dieses Turnier gewinnen, sondern wir kommen als Team hierher und haben einfach Spaß an diesem Wochenende. Genau. Weil ihr ja, wie man jetzt schon mitgekriegt hat, aus verschiedenen Shops seid, ich weiß mal kurz, wo spielt so? Also es sind eure Leute? Zwei Shops, einmal der Collected in Dreieich und der Wirt in Mainz. Und aus den beiden Communities setzt sich unser Team zusammen. Okay. Wann habt ihr euch jetzt wirklich so in der Form, wie ihr jetzt seid, gegründet, so mit T-Shirts machen und allem drum und dran? Und ich sehe, ihr habt ja auch Sponsoren und alles. Ja, 2 Monate ist es her, oder? Ja, vor zwei Monaten. Die Idee hatten wir schon länger. Wir haben dann vor 2 Monaten endlich mal gesagt, okay, wir machen das jetzt. Wir haben halt mit Sebastian, einen super Teammanager, der sich direkt um alles gekümmert hat. Er hat die Sponsoren angeschafft, er hat die T-Shirts selbst designt, das Logo selbst designt. Die T-Shirts kamen dann auch rechtzeitig hier für Kassel an, was natürlich super ist. Also ja. Wir hätten es in der Schweiz schon gehabt, aber der Teamfindungsphase anfangen wollten wir uns halt noch ein bisschen Zeit lassen, weil die T-Shirts halt auch nicht gerade günstig waren. Ja, da müssen wir dazu sagen, also das alles würde jetzt nicht stattfinden, wenn wir unsere Sponsoren nicht hätten. Genau. Also, Gate to the Games. Möchten wir auch nochmal ganz gesagt haben. Sponsoren sind heutzutage wichtig. Friends auf jeden Tag. Ohne die wäre das nicht möglich. Genau, ihr seid quasi, das ist das erste große Event, wo ihr jetzt so auftreten müsst. Okay. Ja, gibt es so verschiedene, also ihr seid ja mit Sicherheit verschiedene Charaktere. Wer ist jetzt im Team so, wer deckt welchen Stereotyp ab? Wir haben alles, also wir haben mit mir einen absoluten Akro-Spieler. Ja. Wir haben hier zwei sehr gute Kontorspieler. Okay. Sebastian ist noch. Es ist sein erstes großes Turnier, er muss quasi seinen Weg noch finden. Edson ist eigentlich mit jedem Deck gut, also ihm muss man nur ein Deck geben. Er kann mit jedem Deck spielen, weil er das Spiel sehr gut beherrscht. Ja, die anderen beiden sind jetzt leider nicht da, also wir haben mit Sascha noch einen extrem guten Deckbauer, der hat auch in Heidelberg größtenteils das Deck für uns gebaut. Wir haben ja alle mit dem gleichen Deck gespielt in Heidelberg, von uns kamen ja auch 2 in die Tops, mit Michael und Sascha. So sind wir so vom Spiel gemacht, wie gesagt. Und wie steht er heute? Der ist zwar ein bisschen platziert worden, aber die zwei Kontrollen. Auf welchem Tisch hat er dann gespielt? Was war das? 34. Das bringt ja auch Tisch 2. Also ist noch alles drin. Noch alles drin, wenn der Tisch weg ist. Alles klar. Ja, super. Sieht man euch auch kurz mit mir? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und in Wien auch. Also wir werden mal hinkommen. Sehr cool. Okay, dann danke euch. Vielen Dank für euch. Wünsche ich euch noch viel Spaß, viel Glück. Ja, danke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und vielleicht, keine Ahnung, machen wir wieder. Gerne. Wenn ihr noch wissen wollt, was die Force of Will von den einzelnen Jungs ist, dann lest ihr eine Text-Coverage nach. Okay. Ciao.